Zur erstmaligen Verleihung des Fußball-Zeitreise-Nachwuchsförderpreises des Thüringer Fußballverbandes in Thüringen traf sich am 30. Oktober 2015 geballte Fußballprominenz im Kneipkurort Tabarz am Großen Inselsberg. Der Nachwuchsförderpreis ist in Kooperation von Fußballzeitreise und Thüringer Fußballverband entstanden. Dieser Preis, der auch den Namen Fußballzeitreise trägt, ist für unseren jungen Verein eine große Ehre und Auszeichnung. Thüringen ist mit diesem Preis im Bereich Fußball Vorreiter und hat deutschlandweit ein Alleinstellungsmerkmal. Zur deutschlandweit einmaligen Auszeichnung im Bereich Fußball wurden die drei Preisträger und Vertreter der Vereine sowie der Präsident des TFV, Dr. Wolfhard Tomaszewski, geladene Gäste und Vertreter des Vereins Fußballzeitreise e.V. begrüßt. Also Ihren Verein herzlichen Dank nochmal und ja, sagen wir mal, der Veranstaltung jetzt einen guten Verlauf. Der Abend begann mit einer Führung durch Thüringens erste Fußballausstellung über deutsche Fußballgeschichte. Die Kombination aus Geschichte und Sport nehmen wir als Grundlage für unsere Vereinsarbeit. Hier gibt es pure Fußballgeschichte zum Anfassen. Hier werden die in der heutigen Zeit vermissten Werte wie Kameradschaft, Toleranz, Disziplin und Zusammenhalt veranschaulicht und soll Vorbildwirkung für den sozialen Auftrag in unserer Gesellschaft haben. Ausgezeichnet werden jährlich drei junge, verdienstvolle und engagierte Menschen, die Funktionäre, Übungsleiter, Sportler und oder Schiedsrichter sind, mindestens 2 Jahre in einem Verein oder Verband Mitglied sind und ihr Alter von 16 bis 27 Jahren ist. Ja, und das sind so zwei Sachen. Also deshalb haben wir den Preis geteilt. Einmal 250 Euro für den Preisträger und 250 Euro bekommt der Verein. Und wenn es jetzt mal so auf Kippe stehen würde, wir hätten jetzt vielleicht zwei Personen, wo wirklich sich unheimlich engagieren und wir wissen nicht, was ist nun, welchen nehmen wir, gell? Dann können wir immer noch mal auf den Verein zurückgreifen und sagen, ja, aus welchem Verein kommt der, wie ja, handhaben die das mit der Nachwuchsarbeit, gell? Und dann ist es entscheidend, dann können wir da schon wieder im Prinzip nachher ein Urteil fällen, dass man sagt, so, das ist der Preisträger. Im Bewerbungszeitraum erreichten uns 25 qualitativ hochwertige Vorschläge aus ganz Thüringen und die Auswahl ist getroffen. Durch die Vorsitzende des Vereins Fußballzeitreise e.V. Christina Dietzel und dem Präsident des Thüringer Fußballverbandes Dr. Wolfhard Tomaszewski wurde die Preisverleihung eröffnet und im Anschluss die Preisträger geehrt und ausgezeichnet. Die Preisträger für den Nachwuchsförderpreis 2015 sind Janne Mlinjarski, FFUSV Jena. Horst Bachmann, FSV Wacker 03 Gotha. Marc-André Möhring, SV Schleusegrund Schönbrunn. Herzlichen Glückwunsch. Darf ich noch einen Satz sagen? Natürlich. Man kann eigentlich nur hoffen, wenn man so eine Auszeichnung jetzt solchen jungen Leuten übergibt, dass sie auch beim Sport bleiben. Das muss ich sagen. Das soll eigentlich motivieren, dass sie sich auch weiter engagieren. Was man wird, wenn ich das höre, dass er jetzt schon Abteilungsleiter ist, war das richtig? Also damals noch, jetzt ist es schon Vorstand. Wir freuen uns darauf, in den kommenden Jahren gemeinsam mit dem Thüringer Fußballverband viele junge Sportfreunde in Thüringen mit dem Fußball-Zeitreise-Nachwuchsförderpreis auszuzeichnen und somit für ihren langjährigen persönlichen Einsatz einmal Dankeschön zu sagen, so Christina Dietzel. Wir wollen ganz einfach diese Werte, die in der heutigen Jugend oder generell in der Gesellschaft vermisst werden, wie Kameradschaft, Zusammenhalt, Teamplay, wirklich über den Sport, über den Fußball, was ja doch eine breite Geschichte ist im Bereich, weiterreichen können oder zeigen können anhand von Beispielen, dass wir da einfach auch das Bewusstsein reinbringen. Und das ist eben eine schöne Geschichte. Wir investieren in junge Menschen, denn sie sind unsere Zukunft. Die feierliche Preisverleihung fand im Tabarzer Hotel zur Post statt. Mehr dazu von Wie alles begann, über Helden und Legenden und über den Verein Fußballzeitreise e.V. finden Sie im Internet unter www.fußballzeitreise.de.